Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Ist etwas, was ihr euch schon länger gewünscht habt, nämlich Jungle Tracking. Warum ich es nicht gemacht habe, ist, weil ich es streng genommen schon gemacht habe. Also Jungle Tracking ist etwas, was ich immer wieder in Jungle-Folgen angebracht habe und auch bei der Midline immer mal wieder angebracht habe. What would be awesome. Was ich jetzt mache, ist eine komplette Folge darüber, weil er sonst nicht aufhört und das unter jeder Folge steht. Und das scheinbar auch Leute interessiert und ich prinzipiell versuche, Leute zu helfen. Das ist quasi das Ding. Thanks. Was ich euch heute zeigen werde, ist Basics im Jungle Tracking und die Informationen, die ihr daraus zieht und wie ihr diese nutzen könnt. Das ist quasi, wäre das Inhaltsverzeichnis meiner heutigen Folge. Ob ich das so umsetzen kann, I'm not completely sure. Wir pingen jetzt scheinbar Shen zu Tode. Sehr ärgerlich. Oh, da können wir ja remaken, ne? Remake. Ich weiß nicht genau, wann man remaken kann. Nach 3 Minuten? Who knows? Interessant, dass wir übrigens eben Zillion gezeigt haben und die dann Zillion gepickt haben. Ist scheinbar ein Trend, den ich verpasst habe. Zig startet ganz offensichtlich nicht bei seinem Red Buff. Und was können wir daraus für Informationen ziehen? Naja, dass er auf der anderen Seite der Map startet. Nämlich bei seinem Blue Buff. Blue Buff Start. Was gibt uns das für Informationen? Die meisten Jungler machen dieselbe Jungle-Route, die ich euch jetzt eben zeigen werde. Nämlich Double Buff mit einem Camp. So, sieht nach einem Remake aus. Oh mein Gott. Oh, okay. Also, wir ziehen die Folge durch. Sorry, ich habe jetzt quasi schon aufgehört zu reden, weil ich so sicher war, dass ich die Folge nicht nutzen kann. Na gut, also, was gibt es für eine Information, dass er jetzt beim Red Buff ist? Das ist so zu... ist die Standard-Jungle-Route. Wie ich das gleich checken kann, ist relativ simpel. Erstmal mache ich die Krabbe, weil die Botside-Krabbe ist ja jetzt die, die contested werden wird. Ich gehe jetzt einfach hier rum und kann jetzt quasi von hinten zu Zack kommen, der jetzt normalerweise da sein sollte. Ich check das hier. Oh, never mind. Ich bin jetzt natürlich dabei, hier die Dinger zu clearen. Und so, aber dann mal First Blood. Sehr simpel, also das ist das, wie ihr das normalerweise immer macht. Warum war er jetzt so langsam? Er hat 2 Camps gemacht, bevor er zum Red Buff gegangen ist. Das heißt, übrigens hätte ich nicht flashen müssen. Ich hätte einfach mit Watch Jump drüber gehen sollen. Das sollte normalerweise reichen. Er hat sich also dazu entschlossen, 2 Camps zu machen, bevor er da tatsächlich irgendwas in die Richtung macht. Oh, shit. Vielleicht komme ich doch noch in Time hin. Ah, das sollte eigentlich klappen. Okay, die kommt da nicht mehr weg von mir. Das war jetzt sehr angenehm. Das war nochmal ein Double Kill. Ich habe die... ich habe... den Grump abgebrochen, weil ich sonst eben genau diese Zeit zu spät wäre. Und so funktioniert das sehr, sehr simpel. Alle Summoners sind down, das wurde mir währenddessen von Thresh gesagt, das ist sehr angenehm. Und genau diese Information braucht man auch als Jungler. Wo jetzt der Enemy Jungler ist, weiß ich nicht. Und das ist eine der Situationen, die quasi am unangenehmsten ist, wenn du im Jungle bist. Weil im Normalfall ist genau das dein Job. Du sollst wissen, wo der Enemy Jungler ist. Das ist auch der Grund, warum die meisten Jungler im Competitive für Tracking Smite gehen und nicht für irgendeinen anderen Bullshit, den wir in der Solo-Queue mal sehen, mit Red Smite etc. Anyone saw Zack? So funktioniert das übrigens. Das hier ist übrigens mein Smurf. Der ist Diamond 5, hat genau dieselbe MMR wie mein Main. Ich habe es in der letzten Durchgequatsch-Folge schon gesagt, dass ich überlege, jetzt einfach immer auf dem Main zu spielen. Ich bin jetzt sehr, sehr stark. Wie ihr seht, ich habe ein frühes Tracker-Smite kombiniert, auch noch mit anderen Damage, mit einem Damage-Item. Ich komme jetzt auch mit Lane, weil Thresh da ist.
Tja, und er denkt halt jetzt, dadurch, dass er mich sieht, ist er safe. Aber er irrt sich, denn tatsächlich haben wir noch jemanden am Start. Ich gebe den Kill zu Orianna, weil ich halt eben schon ganz gut bedient bin. Helfe ihr beim Push und verziehe mich wieder. Simples Management. Ich weiß immer noch nicht, wo Zack ist. Und das ist die Frage, die ich gleich klären werde. Währenddessen nutze ich hier die Möglichkeiten, mit dem E die Minions vernünftig zu machen. Wenn du so gut im Game bist, wie ich es jetzt bin, musst du im Jungle quasi nicht mehr smiten und kannst dir deinen Smite abbehalten. Also erstmal das Interessante ist immer, diesen Busch hier zu checken und zu sehen, ob die Krabbe noch ab ist und welches Level sie hat. Sie hat Level 1, das heißt, sie hat die Krabbe noch nicht gemacht. Und jetzt sehe ich, Zack ist mit dahin. Er ist Level 4, Creepscore 26, spricht dafür, dass er die Raptoren schon gemacht hat und den Grump die Golems gemacht hat. Er hat seinen kompletten Topside-Jungle geklärt, das heißt, er wird langfristig eher da hingehen. Ah, ich hätte das nach oben klären sollen. Machen wir jetzt auf den Weg zur Top-Lane, um auch da die Entscheidung herbeizuführen. Der ist dummerweise gerade Level 6 geworden, aber ich kann ihn wahrscheinlich trotzdem akut nerven. Ja, funktioniert sehr, sehr gut. Freeze. Ah, okay. Ich komme jetzt Midlane. Da war Zack gerade im Einsatz. Ah, ich werde da wahrscheinlich nicht schnell genug sein. Sie hat noch Ghost. Ich bin auf dem Weg. Funktioniert sehr gut. Schon gemacht. Die wussten auch, dass ich komme. Dementsprechend haben sie sich da auch zurückgezogen. Ah, Vanzillion State. Ich weiß ja, ob er nach dem Minion sein Level 6 hat. Nach den 3 Minions wahrscheinlich. Yo, sad. Live. Oh mein Gott. Den Kill muss ich hitten. Schade. Oh shit. Eieiei. Schon was hältst du von mir? Puh. Okay, wir sind alle sehr, sehr low hier rausgekommen. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich habe halt den Kick währenddessen abbekommen. Und will deswegen eigentlich nochmal für einen Play gehen. das war jetzt aber schon eher Kategorie sexy. Das war sehr angenehm, dass mein Q da gereicht hat zum Damage machen. Tja, greed ich jetzt? Apropos greed, der ist gestorben, das ist schade. Ich greede jetzt und versuche auch noch den Blue Buff zu machen. Ich habe jetzt schon mein AD-Item. Ja, ich kann da leider nicht allzu viel machen, I'm sorry. Ich kann verstehen, dass er sich das wünscht, aber da sind mir die Hände gebunden. Wenn ich hier Vision habe, wäre das uncool. Ich hätte wahrscheinlich hier recallen sollen. Aber das ist halt eben jetzt der Verlauf der Dinge. Dass ich hier den Ward habe, ist sehr angenehm, weil der gibt mir quasi Informationen darüber, wo Sektor sein kann. Ich gehe hier für ein Hexdrinker-Build, weil ich sowohl auf der Midline als auch im Jungle Appeler gegen mich habe. Zack wird jetzt höchstwahrscheinlich hier sein, weil er ist nicht bei seinem Blue Buff. Also zwei große Buffs von ihm sind ab, aber er kann sich entscheiden. Das heißt, er geht jetzt hier und dann dahin. Zack, Botside. Was ich jetzt mache, ist, meinen Midlaner möglichst früh wieder den Blue Buff zu geben. Um genau das wieder ausgleichen zu können. Sehr schön, dass mein Team darauf auch zumindest versucht zu reagieren. Pinge jetzt, dass ich den Blue Buff mache. Orianna kommt hin. Zillion ist gerade nicht auf der Lane. Kann gut sein, dass der sein Blue Buff checken wollte. Und dann gemerkt hat, oh, der ist nicht da. Oh, okay. Zack ist jetzt bei seinem Red Buff erst. Das heißt, der war jetzt super langsam unterwegs. Und ist es auch weiterhin. Also Zack hat zurzeit im Jungle die höchste Winrate von allen Champions. Kann man jetzt hier gerade noch nicht ganz absehen, woran das liegt. Das Kit ist natürlich von ihm sehr stark gebufft worden. Was jetzt eine gute Option ist, wenn du so stark bist, ist entweder einen gegnerischen Jungler die ganze Zeit zu counter-junglen oder dein Speed-Vorteil im Jungle auszunutzen, um eben deinen Vorteil weiter zu verstärken. Okay. Kann jetzt auch die Ultimate ziehen von ihm. Allerdings viel mehr auch nicht. Ah, da gehe ich nicht rein. Wenn ich Zillion mit dem Kick auf Zack getroffen hätte, hätte ich es gemacht. Bash wollte halt für den ultimativen Big Play gehen. Er ist jetzt eher ultimativ gescheitert. Ich könnte jetzt von hier kommen. Meine Chancen erhöhen. Oh mein Gott, what?
Oh mein Gott, I'm so sad. My bad. Das da über Sektjumpe ist alles sehr, sehr gut. Aber das danach war leider nicht mehr ganz so gut. Oh, shit. Zeig jetzt, wo Zack ist. Der hat mich in der Szene da gerade gechased. Dementsprechend war es sehr simpel zu erahnen, wo er sein wird. Ah, keine Ahnung. Ich glaube, bei Drake kann ich da nichts mehr machen. Ich hätte zumindest gucken sollen, wie voll der war. Tja, das ist halt jetzt super ärgerlich. Wait, what? Okay, ich dachte gerade, ich muss an meiner Intelligenz zweifeln. Weil wenn der jetzt meinen Ripoff gemacht hätte, dann hätte ich wirklich eine Erklärung gebraucht, wie zur Hölle er das getan hat. Nutze jetzt gerade die Knallpflanze aus. Die Knallpflanzen sind meistens für die aggressive Seite halt eben hilfreich. Hier in dem Fall kann dadurch der Jungler hintenrum von hier zum Try gehen. Und das würde ich verhindern natürlich, weil da sind meine Mates. Oder mein Toplaner, um das nochmal zu spezifizieren. Botlane kommt trotzdem klar, das ist sehr gut, auch weil er für ein kluges Item mitgegangen ist. Ich gehe jetzt einfach Toplane straight up. Ja, ich gehe für einen Lane Gank hier. 6 sollte eher im Topside-Bereich sein. Ah, ich muss hier nicht ulten. Ich kann einfach mit dem Wardjump die Gap closen. Preparing alle Minions. Okay. Ja. Wir können das von mir aus machen. Ich weiß nicht, ob wir genug Damage haben. An sich sollte Zack eher im Topside-Bereich sein. Das heißt, wenn ich da Ward habe, ich keinen Wardjump mehr. Immer schon die Spells benutzen, danach habt ihr zweifach schnellere Auto-Attacks. Das war ziemlich mutig von mir so. Ah, es überlebt er nicht, da ist der Red Buff drauf. Das war jetzt sehr, sehr dumm von ihm. Ich bait jetzt einen Recall, das ist eine der Taktiken, die ihr quasi ganz oft machen könnt. Solange die Leute noch Vision auf euch haben, könnt ihr immer einen Recall einfach mal anzeigen, in der Hoffnung, dass die Gegner glauben, dass ihr wirklich recallt. Was das für Vorteile hat, ist, dass ihr immer den Gegner im Glauben lasst, dass ihr nicht mehr auf der Map seid, während ihr euch halt in Wahrheit noch hier befindet und so den Blue Buff stehen kann, ohne dass der Gegner davon großartig Ahnung hat. Hat die Krabbe gemacht? Hat er nicht. Ich wollte schon sagen, wann hat er die Krabbe gemacht? Schwer zu sagen, was Zack die ganze Zeit treibt, weil eigentlich müsste er viel aktiver auf der Botseite der Map sein, weil ich die Topseite ja ziemlich kontrolliere. Ich könnte jetzt für einen Grump und Wölfe gehen, das wäre ja quasi die Option, um den gegnerischen Giant noch mehr einzuschränken. Allerdings ist mir der Preis dafür einfach zu hoch, weil mein Shen ist in der Base, er hat keine Ultimate ab und beim Gegner ist der Yasuo tot gewesen und rennt definitiv wieder auf die Toplane. Jetzt sehen wir Zack, er ist hier. Wichtige Informationen wieder für mein Team, dass sie da wissen, hey, okay, wir können so weitermachen wie bisher. Baue jetzt also erstmal mein Maw aus und gehe danach jetzt hier Richtung, nicht Richtung Trackers. Ah doch, ich habe Trackers Might jetzt geholt. Normalerweise baue ich es einen Ticken später. Nice. Good Ward. Genauso wie der Midland Ward. Ich möchte Orianna jetzt den Blue Buff geben und dann den Enemy Red Buff contesten. Das ist so mein Traum. I wanna contest Enemy Red. Leute darüber in Kenntnis zu setzen, was man... Puh, den Auto-Attack muss ich ziemlich canceln. Er ist jetzt hier. Ich bin wahrscheinlich zu spät. Guter Ping. Und da bin ich zur Stelle. Sehr, sehr guter Ping hier von wem auch immer es war. Nee. An meinen Mate kommst du so nicht ran. Oh, shit! Das war close. Dadurch, dass ich den Q gemisst habe. Das hätte eigentlich auch nicht close sein müssen. Zack sollte eigentlich Raptoren abhaben.
weil er straight up zum Red Buff gegangen ist, glaube ich, dass sie halt eben noch down war und eben jetzt wieder zur Verfügung stehen sollten. Das heißt, ich gehe jetzt hier gucken und werde den Ward, den Thresh da unten hat. Ah, scheiße, die sind immer noch auf Kudan. Dammit. Kann jetzt hier einen Ward setzen, das ist einer meiner wenigen Ward, Jump Wards, die ich noch zur Verfügung habe. Thresh will wieder für den Play gehen. Aber ich habe keine Ult. Sollten wir eher lassen. Ah, jetzt sind sie ab. Boah, ich mach mal die. Ne? Wenn es dich nicht stört, Thresh, kannst du ja eine Runde für mich campen. He tried. He really, really tried. 6 sollte jetzt Topsides sein. Keiner aber meint. Gut, dass Thresh da wardet. Kann den von mir aus ruhig den CS nehmen. Ja, ich muss da jetzt so ein bisschen reingehen, um Orianna zu deffen. Auch wenn ich das an sich ja nicht möchte. Oh mein Gott! Woo! Jetzt gehe ich aber steil. Oh, ich komme noch weg. Wie geil ist das denn? Holy shit. Also, heieiei. Ne? Selbstlob ist natürlich in solchen Formaten eigentlich nicht vorgesehen, weil ich natürlich eigentlich erklären will, was ich falsch mache und was die Gegner falsch mache. Aber gerade die Szenen sind ziemlich on fire. Um mich da einfach mal eiskalt selber zu loben. Das ist auf jeden Fall eins meiner besseren Partien. Huiuiui. Da der Flash hinterher gegen Kayle war natürlich ein bisschen schade, dass das noch notwendig war, aber ich hätte so oder so flashen müssen, um noch ein Wort distant zu kommen. Ich glaube, ich habe wieder Zac geflasht. Oh, sie haben recht. Sorry. Come away. Hab's vercheckt, dass da ein Mountain Drake up ist. True. Dump. Ich vergesse das immer. Hat er natürlich vollkommen recht. Das kann man genauso machen. Ah, jetzt habe ich mich unnötigerweise gezeigt beim Pinkboard Clear. Das war nicht notwendig. Da ist gewordet. Den Ward haben wir eben gesehen. Den decke ich jetzt auf. Da ich jetzt gerade im Botside Jungle bin. Sehr clean. Gegner einfach dahin gekickt, weil ich nicht wusste, ob sie noch Flash-Up hat, bin ich für den Kick gegangen. Hätte man in der Theorie auch anders spielen können. Aber es wird immer so. Okay. Ich glaube, dass Bash tot ist. Okay. Ich glaube, dass Zac. Oh, shit. Ah, der TP da drauf ist natürlich immer eine legit Option. Oh, es geht auf Ashe. Kann er nicht rein, weil ich keine Ult up habe. Das war halt der Preis dafür, dass ich eben den Support gekillt habe. Hm. Bisschen doof. Weiß auch gar nicht, ob Zillion immer noch Ult up hat. Ah, ich kann da nicht viel machen. Ich ziehe mich da halt in dem Moment raus, wo ich merke, dass es halt nicht möglich ist für mich, da für den Play zu gehen oder für einen Play überhaupt zu gehen. Geht jetzt wieder auf die andere Seite. Shen tauntet rein, aber hat auch kein Play-Potenzial in der Szene. Außer, dass ich vielleicht für Soraka gehe. Aber Soraka Zillion ist halt auch einfach eine megamäßig ätzende Comp. Ja, nochmal ein Q drauf bekommen, aber viel mehr geht nicht. Müsste jetzt aber wieder meine Würfe machen, um wieder Full Life zu gehen. Oder zumindest deutlich voller. Bin jetzt wieder da. Oh, der overstat jetzt gerade so ein bisschen. Oh nein, gib mir doch die Lantern. Oh shit, dass ich da keinen treffe. Ziemlich sad. Die Fights sind ewig lang. Oh, der Ashe kommt halt super bad. Der hilft halt niemanden. Ich werde jetzt den Enemy Red Buff holen, weil 6 so low war. Das ist halt wieder sowas. Dadurch, dass ich die ganze Zeit im gegnerischen Jungle so viele Wards habe, weiß ich halt immer sehr genau, welcher Buff up ist und welcher nicht.
Aber die fighten schon wieder, ne? Oder die werden schon wieder gecatcht. Das ist die sinnvollere Formulierung davon, was da passiert. Ich kann hier in den Busch gehen und gucken, ob Soraka Richtung Botside Warden gehen will. Ah ja, ja, es ist so schwer hier was zu machen, wenn die alle rumdörpen. Ich meine, ich bin 9-0, aber ich bin halt trotzdem nicht Sinn. Der hat nur eingeschränkte Möglichkeiten hat, hier so ein Game komplett zu carryen. Ah, schöner Stun leider. Und auch ein schöner Follow-up von Zack. CC ist halt auf jeden Fall bei denen ordentlich im Haus. Werde ich die ganze Zeit geslowt, das ist so anstrengend. Nice. Dafür bin ich gegangen quasi für den Kick-Through, weil das super schwer dagegen eine Zillionoid zu machen, weil du halt einfach deutlich mehr Stress hast. Ich weiß nicht, ist das mehr worth of ihm? Ich habe eh noch einen. Also mein. Von mir aus kann er den haben. So, jetzt Top-Farm will er auch noch. Na, ich glaube, den wird er besser mir überlassen. Ah, shit. Den hätte ich nicht nehmen sollen. Okay, Enemy Blue Buff ist wieder ab. Den kann ich wieder mitnehmen. Problem ist, dass ich halt langsam ziemlich hart overstaye. Weil ich halt viel zu viel Gold ab habe. Und dadurch halt so ein bisschen Gefahr laufe, auf Dauer meine Effizienz nicht ganz da zu haben, wo sie sein sollte. Zack hat jetzt gesehen, dass ich da bin. Will trotzdem den Pink Ward clearen. Dumme Idee von ihm. Nice, das war... Also ich meine, das klingt jetzt immer dämlich, wenn ich sage, das war geplant. Aber der... in dem Moment, wo ich die Uri ult sehe, setze ich halt einfach zum Kick an. Ich muss jetzt so oder so kicken. Das heißt, ich hätte exakt so... Oh, shit. Oh, Smite. Ich habe halt echt kein Smite. Oh, Smite. Okay, Shen ist jetzt auf dem Weg. Ah. No Smite. Ich habe ziemlich guten Damage, das heißt, ich kann das auch versuchen mit Q zu exekuten. Ah, 350, so ist ein. Ist natürlich kein Smite-Execute. Jetzt ist wichtig, nicht zu sterben und an meiner Stelle auch dringend mal zu recoilen. Was ich noch mache, ist, ich pushe noch die Midlane raus, um den Gegnern jetzt nicht die Möglichkeit zu geben, einen Tier 1 Midlane-Turret zu sneaken. Geh jetzt auf... Oh, man, es gibt ja so ein neues, cooles Item. Ne? Ich wollte eigentlich Deadman's Blade gehen, aber ich glaube, das neue GA ist ja nochmal deutlich leckerer. Was baue ich denn Heroes dann? Trotzdem Deadman's Blade? Ich denke mal, das macht Sinn. Ich kann auch hiermit irgendwas Retardedes noch bauen. Sterax zum Beispiel. Dann Maw und Sterax in der Combo ist natürlich ziemlich ekelhaft. Wir können für Drake gehen, wir müssen nicht. Ist halt so eine Sache. Naja, ich meine, ich habe relativ viel erzählt darüber, wie man den gegnerischen Jungler trackt und sehr, sehr viele Buffs gesteelt. Ich weiß nicht, ob alles so 1:1 nachvollziehbar ist, wenn man es nicht gewohnt ist, die Dinge so zu sehen. Das ist für mich so ein bisschen die Problematik, die Schwierigkeit auch bei den Ganzen. Vor allem, weil ich auch am Anfang nie hundertprozentig absehen kann. Oh, ich habe nicht genug Energie. Wollte schon sagen, irgendwo war doch, warum kann mein Q nicht raus? Nee. Du musst jetzt groupen, bitte. Ah, das ist dumm. Tu jetzt so, als würde ich oben rum rausgehen. Ja, das ist halt genau das Ding. Das. Also genau, was Zack jetzt hier gerade macht. Außer mir hinterher zu laufen. Sind denn Tipit weg? Hm.
Mein Kick-Through macht halt, obwohl ich einen Zack treffe, so wenig Schaden, dass er es mit einem hier weggehen kann. Oh mein Gott, what the fuck is happening? Ich werde jetzt blind mit dem Q-St in den Red. Easy life. Ah, oh, werde ich wohl auch nicht, schade. Jetzt halt kommen sehen. Ist auch nicht so schwer, das kommen zu sehen, natürlich. War da auch noch ein Ward? Ah, da war noch ein Ward. Der ultimative Overkey, was Informationen angeht. Echt schwer. Es ist wirklich, wirklich schwer. Ich bin natürlich jetzt ziemlich tanky, ziemlich dick, hab viel Schaden, kann wirklich einiges tun. Aber ich bin halt trotzdem in die Sinn. Der in letzter Instanz halt nur so stark ist, wie man ihn sein lässt. Ah, das ist so nervig, dass Jesus das können. Schade, die sind nicht ab. Ansonsten hätte ich mich da anraggen können. Ich habe jetzt keinen Wardjump mehr. Sind sie jetzt da? Nein. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Was passiert da auf der Midlane jetzt? Infeed passiert auf der Midlane. Eieiei. Ganz schön stressig. Hab das Orakel rausgenommen, musste dann rausflashen. Aber ich habe halt einfach nur eine limitierte Möglichkeit, dieses Game zu carryen. Okay, das ist... Warum ist dieses Game so unglaublich hart? Holy shit, ich stehe 13-0! What is happening? Ey, Mann, ich gebe mir wirklich größte Mühe. Ich versuche alles zu erklären, was ich tue und mache und für euch ein Educational zu sein, aber die sind ja am Infeeden, die Boys hier. Der ist dann irgendwann auch schwer, dann irgendwie noch zu rechtfertigen, was sie da gedacht haben. Außer das Infeeden. Gott sei Dank gab es keinen Nash, weil den könnte ich wahrscheinlich sogar stealen. Tja. Die Grenzen von Lee erfahren wir hier gerade. Zumindest vom Solo-Carry Lee. Aber lass Ash den Red, weil es auf Yard einfach deutlich mehr Sinn macht. Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, ihn zu haben in vielen Situationen. Ist es halt schon so, dass eine Ash in der Phase halt unser Carry ist. Und da kann mich auch keiner von was anderen überzeugen. Ich bin jetzt ziemlich dick. Ich habe 300 AD. Oh mein Gott, ich habe ihn gesaved. Holy shit. Oh mein Gott, der Knockup von ihm war echt gut. Der hätte ich umlaufen sollen. Oh man, wie ärgerlich. Dass ich Yasuo da gesaved habe, war halt echt dumb. Kam Zillion gerade in dem Moment in Range? Bin ich echt so unlucky oder war das geplant von denen? Okay, ich bin lower als ich erwartet hatte. Oh, die Bombe von Zillion, zumindest die eingeflashten Bomben, sind bis jetzt alle ziemlich bad. Okay, Thresh ist tot. Lang lebe Thresh. Ich kann ihn versuchen, Vision zu geben und mich dann selber verziehen. Viel mehr geht da nicht. Ah, Shen wird das Ganze wohl überleben. Orianna und Ashe sind halt so stark im Late Game, dass ich mir halt immer noch nicht bereit bin, mir wirklich super hart Sorgen zu machen. Auch wenn es halt einfach extrem anstrengend ist im Moment. Ich denke mal, ich gehe auf den Formel. Nee, ich brauche definitiv mehr Leben. Shit. Ah, ich habe das falsche Item gebaut. Daraus kann ich ja gar kein Randuins bauen. Ätzend. Och, Ash, really? Again, again, and again. Mann, das ist jetzt wirklich nicht das erste Mal, nicht das dritte Mal. Ja, Shen ist ziemlich deep. Oh, wow, der hat mich in eine Trap gehauen. Und ich kann ihn nicht kicken. Warum kann ich ihn nicht kicken?
Und warum ist das dann auf Cooldown, wenn ich ihn nicht kicken kann? Aber der kann einfach nur nicht bewegt werden. Das kann natürlich auch sein. Muss Orianna deffen. Oh mein Gott. Warum seid ihr denn so anstrengend? Oh, holy shit. Ist das ein ätzendes Game? Ich meine, irgendwo ist das Game auch geil, weil es macht echt Freude und die Gegner spielen das auch echt nicht schlecht. In vielen Situationen. In vielen anderen denke ich mir, oh mein Gott. It's time to go in again. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben. Nein, werde ich nicht. Nice. What? Heal me, please. Ich bin 13 neu. Heal mich. Okay. Randoins ist wahrscheinlich the way to go. Was ich auch machen könnte, ist Warriors verkaufen, Sindarin Coin und Titanic gehen. Nice, thanks. Okay, Orianna braucht natürlich noch den Mittelfarm, oder? Ja. Okay, da kann ich noch nicht anfangen zu greeden. Ich will jetzt hier nur durchjumpen. Dann werde ich schneller beim Drake bin. Ich hätte auch die andere Route nehmen sollen. Okay, Zillion ist top. Zack ist top. Das ist ein Free Drake für uns. Das ist der zweite Mountain Drake. Der macht natürlich auch den Nash danach dann wieder einfacher. Naja. Wahrscheinlichkeit, dass der uns ohne Sekt gesteelt wird, ist halt einfach null. Okay, der Record ist ready. Was auch immer das irgendwie jetzt mitteilen soll. Mein GA ist halt nicht ready. Da sehe ich halt so ein bisschen die aktuelle Problematik des Ganzen. Jetzt hat der Red Buff ist halt soon. Und den sollte sie sich halt instant holen. Weil das ist halt echt hilfreich. Wir haben das Tracker Smart, aber prinzipiell auch im Late Game immer noch die beste Option, weil diese Ward Jumps fehlen mir halt einfach akut. Eben in der Szene übrigens. Mein Q hat er so oder so gemisst. Also, auch wenn Ash mich healt, überlebe ich zwar, aber ich mache nicht mehr Schaden. Also, sie dafür zu blamen ist immer so ein bisschen random, aber es war mein erster Tod und der erste Tod ist immer der schlimmste. Okay, was. Wow, das war schlecht. Schade, dass der wenig schon Assist gibt, wenn man ihn anfängt, sondern erst danach. Oh man, natürlich kriege ich die Trap. Ah, ich wollte reingehen und sie rauskicken. Ist mir jetzt nicht gelungen. Ist gerade nicht so einfach. Oh mein Gott, sie bleibt einfach stehen. Ich hätte es einfach nur gerade ausqueuen sollen, aber ich dachte halt, sie sidesteppt. Sie probiert es zumindest. Ich kann hier auch zum Minion jumpen. Aber da ist halt wieder die scheiß Trap, ne? Kein Bock, gestunt zu werden. Dadurch verschwendet Zillion natürlich auch ziemlich viel Zeit. So eine Kacke. Stell hier den Wort nochmal neu. Super ätzend, das Ganze gerade. Ich verliere ziemlich viel meines Impacts, einfach weil die Gegner natürlich jetzt ziemlich fett sind. Okay. Na, ich habe jetzt auch kein Flash mehr. Das heißt, dass ich Kate kicke, ist die Wahrscheinlichkeit super gering. Das war halt echt kacke, dass ich da flashen musste. Einfach weil ich über die Seite mehr Druck ausüben wollte, aber Zillion halt gerade ganz guten Damage gegen mich hat. Warte ich mal, Wolzow hat, ne? Wolzow wäre da noch einiges schlimmer. Oh, wenn Thresh hier geblieben wäre, hätten wir eine Trap gehabt. Okay, wer ist getrappt? Orianna. What the actual fuck? Na, dieser TP. Oh, jetzt soll leider
Double Oracle angehabt. Ich kann theoretisch hier versuchen, jemanden rauszugrappen. Sidin ist halt nicht da. Tricky. Aber da drüber jumpen wollen. Oh nein, er trifft Ash. Nice, den hat die Ult verkackt. Ich gehe jetzt hier für den Suicide Mode. Aber ich dachte, dass es dann reicht, um für Ash die Zeit zu geben. Oh mein Gott, der Damage ist ja insane. Oh, das ist GG. Ah, wobei, Ash kommt aber raus. In dem Moment ist CC auf Kate. Oh, ist es nicht GG. Oder es ist GG, aber viele. Ah, who knows? Ah, der Double Stun. Auto-Attack geht auf Zack. Ah, sie hat vielleicht nicht genug Lifesteal. Dass ich da noch reingejumpt bin, war scheinbar nicht die beste Option. Auto-Attacken! Auto-Attacken! Oh mein Gott. Oh, er ist nicht gut genug, dieser Orianna-Spieler. Er muss einfach die Ult abwarten für, wenn Zillion aus der Ult rauskommt. Er muss das Zac in dem Moment nicht ulten. Er muss das Zac einfach Auto-Attacken. Dann hat er den Q ab für Zillion und holt beide. Also das war ein ziemlich safer Double-Kill, weil er ja auch noch Ghost-Up hatte. 21, das heißt, wir müssen die Botlane gegen pushen. Und am besten Top-Lane Slow-Push preparen. Was ja, ob Orianna wirklich noch Gold braucht. So sieht ganz danach aus. Ich farm jetzt hier weiter, weil ich auf Titanic Hydra gehen will. Das Item würde im Vergleich zu Morph. Ne, Morph kann ich nicht abgeben. Ich würde sagen, ich würde eigentlich ganz gerne mein Jungle-Item verkaufen, aber dann habe ich kein Red Trinket mehr. Ich glaube, ich delay das hier noch ein bisschen. Der hat eine Minute und wenn wir nur 10 Sekunden Vision haben, ist das nicht so geil. Das ist schon deutlich angenehmer. 20 Sekunden Freedom. Zerzillion hat echt viel Pressure auf mir. Was macht Zack da allein? Ich kann auch so den Busch quasi checken. Versuche Spot. Ich sollte mit rein. Vielleicht nicht so. Okay, er hat nichts gefunden, wo er mich dran slammen kann. Ah, was ist bitte Top Wave? Die haben wir nicht prepared, ne? Naja, Shen sieht sowas leider nicht. Okay, Zack holt unseren Kollegen hier ran. Okay, das muss nicht unbedingt so schlecht sein. Ist es aber in diesem Fall. Scheiße. Oh mein Gott, ich hab vercheckt, dass die mich chasen. Oh mein Gott, ich hätte Wardle laufen können. Ich dachte, die chasen Shen. Skiki. Ich habe ja noch die Minions weggemacht, na. Fast alle. Bis auf ein fucking Cannon. Aber wenn die klug sind, reicht das Cannon-Minion. Oh mein Gott. Ich hätte smiten können. Und Shen TP zum Turret. Er hat halt das Cannon rausgenommen. Das sollte eigentlich reichen. Ah, ist er da nochmal Flash, ist nicht worth. Die haben halt jetzt super wenig Schaden und Orianna ist jetzt ab und Flash gleich. Das ist halt genau das Ding, warum man halt Waves rausnimmt. Aber ich hätte das Cannon ja einfach smiten sollen, dann hätten wir da so wenig Probleme gehabt. Keine Ahnung, 600 fehlen mir noch, okay. Orianna low. Er ist tot. Das sind nicht die besten Aussichten.
Holy shit, also ich hole echt das Maximum raus, so, was mir der Champion bietet. No way today. Also keine Ahnung, es war super schwer für mich, währenddessen auch Dinge zu sagen, die euch helfen, aber ich hoffe, ihr habt ähnlich viel Spaß gehabt an dieser Runde wie ich. Spaß hat wie immer ein dehnbarer Begriff, ich hätte sehr, sehr gerne gewonnen. 15-4-16 Defeat. Ouch. Better words. Tja, und ihr seht, der Damage ist nicht so krass. Da waren halt ein paar sahnige Plays dabei, aber auch ein paar, wo man sagen kann, okay, die waren nicht so gut. Er hätte diesen Feed deutlich besser ausspielen sollen. Ich denke, Jungle Tracking hat ganz gut funktioniert. Ich habe extrem viele Buffs gestealt, Zack im Early Game komplett dominiert. Er hatte keine Ahnung, wo er hingehen soll. Das sind alles Dinge, die ihr auch machen könnt. Ja, viel Spaß damit. Macht es gut, bis bald, euer Johnny.